Ich denke, wir gucken erst im Penny-Chat, weil ich glaube, viele von euch gehen mehr oder weniger gleich ins Bett sozusagen oder sind sozusagen vielleicht schon müde oder so. Und dann will ich euch da natürlich den Banger nicht vorenthalten, Chat. Neues vom Pennymarkt auf der Reeperbahn. Offenbarung im Discounter. 3 Tage alt, Chat. Ja, das letzte Mal, Chat, als ich die Sachen angeguckt habe, ich sag mal, wobei, streng genommen, der erste Teil war großartig, der zweite Teil war großartig. Die Comeback-Teile waren, wie soll ich das formulieren, Chat? Kennt ihr die Serie? Wisst ihr, worum es hier geht, Chat? Habt ihr schon mal irgendwann vom Pennymarkt gehört auf der Reeperbahn? Weil, ich sag mal so, wie ihr vielleicht seht, Chat, das sieht super modern aus. Und das sieht so modern aus, weil er halt so gehypt war durch die Klassiker, die hier unten verlinkt sind, okay? Und das letzte Mal, als wir uns die Doku angeguckt haben, vom Pennymarkt, Chat, waren sehr, sehr viele Attention Whores dabei. Also so Leute, die wussten, Spiegel TV kommt in den Pennymarkt. Und dann benehmen wir uns mal wie ein Hampelmann und wie ein Clown und dann filmen die uns. Und das war ehrlich gesagt schon fast nicht angenehm. So wie es aussieht, die Running Gags sind jetzt sogar als Graffitis sogar vorne drauf. Also das Ding ist komplett durch kommerzialisiert. Aber das heißt ja nichts Schlimmes. Schlimm wird es nur, wenn der Content scheiße ist. Und das finden wir jetzt gemeinsam raus. Let's go. Oh, richtiger Browser, gute Frage. Okay. Okay. Der Winterblues ist auf St. Pauli Geschichte. Szenegänger nehmen die 5. Infektionswelle gelassen. Auch vor dem berühmtesten Discounter Deutschlands ist anscheinend wieder alles beim Alten. Nach dem erhofften Ende der Pandemie fehlt Pennymarkt-Chefin Ramon. Wann warst du das letzte Mal so besoffen, dass du in der Öffentlichkeit dein Gewicht deines Körpers nicht halten konntest? So wie er hier. Alles Warte. Beim Alten. Ich meine, guck ihn dir an. Der Mann ist wie alt? 45? Fast 50, würde ich sagen. Und kippt auf der Reeperbahn vom Penny zusammen. Ist alles in Ordnung, Bro? Nach dem erhofften Ende der Pandemie fehlt Pennymarkt-Chefin Ramona. Als ich das letzte Mal so besoffen war, Chat, war auf jeden Fall vor meiner YouTube-Zeit. Seitdem ich YouTube und Twitch mache, Chat, habe ich immer panische Angst, dass sie mich filmen, wenn ich irgendwie besoffen in der Bahn bin oder so. Manchmal der Lockdown. Das Leben ist zurück. Es gibt so Sachen, die hat man nicht vermisst. Geh nochmal weg. Gut. Nee, du musst da schon weg, Kollege. Ja, das ist schon... Du bist jetzt gerade so betrunken? Trinkt Wasser, wenn ihr viel Alkohol trinkt. Das ist ganz wichtig. Schön, dass es hier wieder lebendig ist, aber es ist auch schon... Freimann. Ganz schön. Dankeschön. Hamburg lebt. Alatnalag Hamburg lebt. Entweder Hamburg oder gar nicht. Danke, Niki, auch noch für die 9. Hamburg ist geil. Kommt meine Kollegin schon? Morgen. Morgen, kommen wir gleich. Ich liebe mein kleines Paralleluniversum so ein bisschen. Das ist, hier ist halt jeder Tag anders gleich. Jeder von uns ist so ein bisschen gestört. Ohne dem geht auch nicht, der hier arbeiten will. Und das passt sich ganz gut mit den Kunden. Die anderen Märkte sind natürlich auch toll. Ich hatte vorher auch andere Märkte, aber hier ist es irgendwie so, hier fühle ich mich, als wäre ich angekommen. Das ist mein Zuhause, so ein bisschen. Und nebenbei bist du übrigens auch ein absoluter Pennymarkt-Star und alle kennen dich und so weiter. Und du hast übel den sozialen Rang und so weiter. Ne? Just saying. Und der Pennymarkt ist sicherlich der modernste Pennymarkt, den es überhaupt jemals gab in ganz Hamburg. Genießt man morgen so die erste Stunde, bevor die Kunden reinkommen? Man genießt die Ruhe. Bevor wir dann um 7 die Höllentore öffnen, dann ist es alles andere als ruhig. Und um 7 geht dann die volle Beleuchtung an, damit man das ganze Elend dann sehen kann. 1,5 Minuten. Wie Ramona gehört auch Susanne Danke, zum Pennymarkt-Inventar. Eine Kiez-Kassiererin mit Nehmerqualitäten. Ich habe jetzt noch 4 Jahre bis zur Rente. Shavebrave, danke für die 27. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich wechseln. Wenn ich das bis zum Schluss hier aushalte, ne? Das ist nicht ganz ohne. Tut mir leid, ich muss pausieren. Timmy schreibt, ich habe mir die Dokus nie angeguckt, ich check den Hype deswegen nicht. Die ersten Dokus-Chat, ich muss das einmal ganz kurz zeigen, ja? Kurz, kleinen Moment. Die ersten Dokus-Chat vom Pennymarkt, die allerersten, die rausgekommen sind, die hier. Wie ihr vielleicht seht, sind die von 2007-Chat. Und ich möchte es mal ganz kurz betonen, okay? Alle Leute, die im Kultklassiker, nennen wir ihn einfach mal so, okay, gezeigt worden sind, sind Leute, die 2007 gefilmt wurden und 13 Jahre später sind die veröffentlicht worden, okay?
Also ich will damit sagen, Chat, diese Leute, die hier alle gefilmt worden sind, die hier alle irgendwas machen, haben keine Ahnung gehabt, was eigentlich da passiert an dem Tag, wo sie gefilmt worden sind. Keiner von denen, Chat, wusste, dass sie Superstars werden in einer 8 Millionen Aufrufe-Doku oder so, okay? Die sind alle 100% echt, wisst ihr? Und das war der Hype von Penny. Wir haben eine Aufnahme in 2020 gesehen, die aus 2007 kommt, wo alle Leute sich genauso verhalten haben, wie sie sich immer verhalten haben. Sie haben sich nicht für die Kamera verstellt. Und ihr wisst ganz genau, Chat, in 2023, in dem Moment, wo jemand eine Kamera in dein Gesicht hält, zumindest mein Gedanke ist dann so, Bro, ich will nicht in dein scheiß TikTok auftauchen. Aber 2007 war das alles anders, Chat. Die waren einfach so, wie sie waren. Und das ist der Kult daran. Und das muss ich wirklich unterschreiben, das war wirklich geil. So, fertig? Jan, geht los. Und tut sich schon was? Ja, guck um die Ecke. Guck. So, dann wollen wir mal. Okay, machen wir mal auf. Auf geht's. Morgen. Nach der Preisexplosion stieg der Umsatz in dem Billigmarkt um 30%. In der Krise kaufen Konsumenten im Discounter. Ich hab sogar auch Waffeln gekauft, nicht nur Orangen. Seht ihr, was ich meine? Und die wissen jetzt ganz genau, Spiegel TV ist da. Und wenn wir einmal ganz laut sind und es richtig schön benehmen, so wie das erwartet wird für so eine Doku, die suchen ja Content, ne? Dann kommen die in die Doku. Deswegen ist der Vibe ein bisschen anders jetzt in der Gegenwart. Aber jetzt gucken wir ununterbrechungsfrei. Ich pausiere jetzt nicht mehr. Ist das nicht toll? Und was machen Sie hier? Einkaufen, Wienerle. Was gibt's dazu? Kartoffelsalat. Sind die gut? Die habe ich noch nicht gehabt, die beiden. Ja, also das hatte ich tatsächlich selber schon mal. Das ist gutes Fleisch. Ich bin auch ehrlich. Und was ist denn das für ein Stück gewesen, Chat? Könnt ihr das erkennen? Ich meine, es sieht wie Fleisch aus. Ich bin auch ehrlich und sage, wenn mir was nicht schmeckt. Ich habe noch nie gesagt, die Scheiße will ich nicht. Was benötigen Sie denn heute auf dem Samstag? Eine Flasche Wodka, eine Cola, noch lauter? Milch und Müsli. Oh ja, ist wirklich leise. Ich habe Durst, aber was soll ich denn kaufen? Sekt, um Gottes Willen, dann bin ich ja gleich besoffen. Ich komme öfter mal, ich komme immer wieder. Weil das so schön ist hier. Zu Hause ist langweilig, hier ist besser. Ich war da oben im Spielbudenplatz, da spielt eine Band. Und habe zugeguckt und mitgesungen. Oh, schön. Und Spaß. Was haben wir gesungen? Yesterday, I'm pressing to see the far away. I believe to the yesterday. Nein, du kennst das von den Beatles, ist gut, ne? Fesche Jungs, ne? Ja, singen bringt Spaß, weißt du. Was suchen Sie denn Schönes? Möhren, Zucchini, Tomaten, grüne Gurke. Ich bin hier zu Gast, ich fütter eigentlich die Katze, die ist krank. Meine Freundin ist verreist. Schön, dass Penny auch Bio anbietet. Und der Preis? 1,29, na die 10 Cent mehr und dafür haben wir Bio. Das ist doch toll bei Penny. Dann nehme ich einen schönen Blumenkohl, der ist gut. Und sogar noch runtergesetzt. Ja, guck mal, da lacht das Hausfrauenherz. Herrlich. Tja, du hast nicht der Unterschied zwischen Bio und nicht Bio. Außer, dass halt Bio draufsteht. Und Bio die Bedeutung biologisch hat, vermutlich. Oder biologischer Anbau. Ja, einmal für morgen. Der Preis? Blumenkohl, dazu habe ich Backfisch. Und okay. Frische Kartoffeln. Und übermorgen gibt es dann Zucchini. Da habe ich Zucchini-Pfanne und Fertigtüte. Zucchini. Mit Couscous. Vielleicht ein Spiegelei oder zwei. Danke, Pufskartoffeln. Gut schlafen. Ich koche mir immer was. Ich gehe nicht ins Restaurant. Wieso nicht? Ja, ist doch viel zu teuer. Hier weiß ich, was ich habe. Qualität. Aber Sie arbeiten immer nach Einkaufszettel, ne? Sie lassen sich jetzt nicht so ein bisschen treiben, ne? Ja, erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Was? Die Pflicht? Der Zettel? Zinkt, Bro. Danke für die 18. Vielen lieben Dank. Chat, seid ihr Einkaufszettelmenschen? Oder seid ihr frei nach Schnauze Einkaufmenschen? Oder bestellst du nur im Internet? Kann auch sein, du lässt sie liefern. Das ist für mich. Morgens esse ich Müsli mit kalter Milch immer, mach ich gerne. Ja, Chat, was denkt ihr über mich? Bin ich ein Zettelmensch oder bin ich jemand, der treiben lässt? Ich muss hier alles auf mich beziehen, Chat, ist mein Stream, okay? Stop hating. Natürlich, Chat, bin ich komplett treiben lassen, ja? Ich habe nie Plan. Ich habe niemals einen Plan, Chat. Und da zum Kaffee, das ist mein Frühstück. Was ist los mit den Beinen? Ah, ja, Rheuma, ne? Ich habe lange als Türsteher gearbeitet, 26 Jahre, und da sind die Beine kaputt gegangen. Von dem Job ein bisschen, ne? Weil man immer steht, ne? Ich habe 26 Jahre hier auf der Riverbank gestanden. Wo denn? Hier vom Moulin Rouge.
und haben die Jungs reingeholt zu den Damen. Ja, da waren aber noch viele Jungs und viele Damen. Guck dir das an jetzt, was hier geworden ist, leider. Was soll man machen, ne? Viel Spaß gehabt hier, jahrzehntelang. Ich habe 80 Euro die Woche zum Leben, für Essen, Trinken. Rente oder was ist das? Das ist Rente, das ist diese Grundsatzrente. Mein Chef hat mich schlecht versichert. Das war ja damals hier so auf St. Pauli, ne? Da wurde man, hat man viel Geld verdient, wenn man gearbeitet hat, aber wenn man nicht gearbeitet hat, hat man nichts bekommen, ne? Vom Himmel in die Hölle, vom Verdienst her, ne? Was hat man denn damals so verdient am Moulin Rouge, wenn man doch... Viel. Ganz, ganz viel. Die Clique hat es damals richtig krachen lassen, ja. Das waren ja die goldenen 70er, die goldenen 80er. Da ging es noch. Und nachher kam das mit den anderen Dingen. Mit den Beilagen, da wurde es nicht mehr so schön, ne? Mit dem Kokain und... Ja, das ist ja furchtbar. Das erzähle ich auch jedem, das ist ja nun mal so, ne? So war das hier. Ach, ist egal, ich habe trotzdem gute Laune. Jetzt geht's rund, sagt der Papagei und flog in den Ventilator. Wollt der Mann Witz erzählen? Ja. Xing, Shang, Shong, Chinese im Karton. Wisst ihr, das, was mich am wütendsten macht, ist, wie wenig Awareness die für ihre Umgebung hat. Wisst ihr, was ich meine? Egal, weißt du, lass uns das mal komplett in Ruhe anhören. Ach, ist egal, ich habe trotzdem gute Laune. Jetzt geht's rund, sagt der Papagei und flog in den Ventilator. Wollt der Mann Witz erzählen? Xing, Shang, Shong, Chinese im Karton. Die Eule, die hat am Arsch. Ich liebe ihn. Oh Gott, ich liebe ihn, Alter. Eine Beule. Also Putin würde ich gleich abschießen, weißt du. Den kann ich nicht ab, den Kerl. Der ist einfach doof. Das dauert nicht mehr lange. Die Yacht haben sie ihm ja schon weggenommen. Bald ist er weg vom Fenster. So, und Boris Becker ist ja im Knast, der Knasti, ne? Der ist auch doof, du. Schmeißt mit dem Geld so rum und nee, du, kann man nur so blöd sein. Und Lilly, seine Frau, sagt noch, war ein guter Papa und jetzt ist er im Knast gelaufen. So stelle ich mir übrigens Leute vor, die bei mir eigenartige Kommentare schreiben, Chat, nur so nebenbei. Die haben so einen üblen Film laufen, Alter, und wollen sich einfach mitteilen. Aber erzähl uns mehr über Boris Becker, bitte. Landet und ist Knasti. Ist doch kein guter Papa, wenn er am Knast landet. Also hier, balla balla am Kopf. Aber Verrückte muss es geben, sonst hat der Psychiater nichts zu tun. Warum wohnt Boris Becker mietfrei in deinem Kopf? Warum denkst du so viel über ihn nach, gute Dame? Naja, okay. Mein Name ist Nimmersatt. Heute ist Samstag, es ist Schutzgeldtag. Leute, ich muss weiter. Ich muss schnurren, hau rein, Digga. Bis jetzt da, geschaut. Das vor jedes Marktes. Das würde ich als. Das war so eine Person, die ich als Attention Whore bezeichnen würde. Ist eine Bühne für tägliche Dramen. Nirgendwo sonst in Hamburg leben so viele Menschen von Leergut. Ja, hier, da. Da sehen die erstmal einen Penny, ist der Automat immer voll. Man muss Penny mal richtig Automaten sauber machen. Hier vorne ist viel Dreck. Viel mit, weißt du, nass? So viel nass. Kannst du sehen? Kannst du sehen? Ich mag diese Maschinen übrigens, Chad. Ich weiß nicht warum, ja, aber wenn ich irgendwie Sachen wegbringe oder so, zum Beispiel Bierflaschen, dann keine Ahnung, macht mir das irgendwie immer sehr viel Spaß, die alle da einzeln reinzutun. Nimmt er nicht an? Er muss die Dosen annehmen. Ramona, das Gerät wieder kaputt? Ach, er hat irgendein Problem, aber ich weiß noch nicht welches. Ja. Machen Sie den Abend auch nicht sauber? Doch. Aber was glauben Sie, was hier tagtäglich durchläuft? Im Tag müssen Sie, jeden Tag im Tag muss ich zweimal sauber machen. Ist gut. Dann können Sie hier anfangen. Nee. Als Automatenputzer. Die nimmt er nicht. Nee, das ist, weil das verknickt ist. Da haben wir recht. Kann er mal an denen nochmal versuchen? Ja. Der Automat ist dreckig. Geht nicht. Schick die nochmal her. Ich krieg gleich einen Anfall hier. Das ist so eine Sollbruchstelle hier, Piet, oder? Nee, Katastrophe hier immer. Ich liebe es. Ohne Ende. Woran hapert es denn meistens? An der Technik grundsätzlich. Immer an der Technik. Lesegerät oder? Ja, es ist auch der empfindliche Sensor da drin. Ist immer Katastrophe. Aber was soll's? Geh noch ein bisschen näher ran. Gehört zur täglichen Aufgabe. Alltäglicher Wahnsinn hier.
Eine Flasche wurde gar nicht gezählt vorhin. Echt? Die hat er angenommen und ja, und das war's. Danke, Pascal Kamerada, für deine 29 Monate. Jetzt steht Real Talk, ne, irgendwann habe ich solche Haare wie er. Chad, würde, guck mal, ich unterbreche die Doku für, um wieder Sachen auf mich zu beziehen, aber Chad, würdest du es mir übel nehmen, wenn ich mir eine Haartransplantation machen lassen würde, weil mir meine Haare so peinlich sind? Ich habe da tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, Chad. Aber dafür ist es noch nicht schlimm genug. Noch nicht. Oder ich könnte auch erst die Glatze ausprobieren, bevor ich die Haare transplantieren lasse, irgendwo in Thailand. Oder Türkei, je nachdem. Ich sag mal so, Chat, wenn es irgendwann wirklich so schlimm sein sollte wie bei den guten Herren hier, ich nenne es jetzt einfach mal schlimm, dann vielleicht. Placement soll ich mir machen lassen? Ja. Gibt's ein Pro-Placement für deutsche Haartransplantation? Ich weiß es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, Chat. Ist nicht so, als würden wir sonderlich viele Placements machen, Chat. Wir sind ja komplett subfinanziert und so weiter, Chat. Ne? Also mit anderen Worten, Dankeschön nochmal, Pascal Kamerad, für die 29 Monate, deinen kostenlosen Twitch Prime. Weiter. Funktioniert nicht? Ach, gar nichts hier. Statt die scheiß Renovierung hätten wir neue Automaten kaufen sollen hier. Woran liegt's denn? Ja, weil er verdreckt uns. Ich hab gehört, Chat, in Thailand soll besser sein als Türkei, nur so nebenbei. Ich hab da sogar schon auf Hair Transplantation im Subreddit nachgesehen, Chat, welche Ärzte empfohlen werden. Alles natürlich theoretisch, ja? Nicht, weil ich es wirklich machen will. Vermüllt ist der Scheiß hier. Sehen Sie doch die Scheiß hier. Arschlecken, die Kellerladen hier. Nee, die Leute sind doch selber schuld. Wenn sie da 3 Kilo Bier reinschütten. Die sind der Meinung, wenn der Automat mal verklebt ist, wollen sie die Mitarbeiter dafür verantwortlich machen. Gut, wenn ich hier alleine sehe, Chat, wie viel hier raussippt. Seht ihr das? Eieiei. Da liegt's noch, Markus. Ja, hier ist eine Flasche verklemmt. Und auch 2. Und 3. Läuft wieder. Ein bisschen streicheln hilft. Bei Ihnen kommt ja auch ganz schön was zusammen hier, ne? Ich kann mich da nicht beschweren. Weil die Leute schenken mir ihren Müll. Und so ist das dann immer alles meins. Und hat der Eindruck, der ein oder andere verdient da seinen Lebensunterhalt mit, ne? Definitiv. Wenn du mal eine Nacht fleißig am Sammeln bist, da kommt bestimmt einiges zusammen. Und das auf jeden Tag. Shit, das klingt jetzt vielleicht Boomer, aber haben die irgendwann mal den Flaschenpfand reduziert oder so? Ich hatte mal irgendwie so eine Erinnerung als Kind, wo ich mit meinen Eltern oder so weiter unterwegs bin und irgendwie so ein paar Kästen weggegeben habe und wir haben übel viel Geld bekommen. Und dann, als ich selber irgendwann was weggebracht habe, gab es irgendwie weniger. Oder ist es einfach so eine Erinnerung? Nein? Okay, dann komische Erinnerung. Na sicher. Das war viel. So zusammen. Soll ich ehrlich sein oder soll ich Sie belügen? Belüg mich. Ich habe gestern 700 Büchsen gesammelt. Können Sie ausrechnen, durch 0,25. Ich hatte kleiner Größe 4XL. Mein Face zurück. Jetzt bin ich danke der Mimon, 86 für die 33. Durch das Flaschensammeln? Viele Kilometer laufen am Tag dann. Wie viele Stunden sind Sie denn da unterwegs täglich? Ja, angefangen habe ich mit 6 bis 8 Stunden. Und jetzt mache ich, wenn es mir Spaß macht und wenn ich Zeit habe. Die besten Ergebnisse erzählt man natürlich nachts. Da sind Sie auch unterwegs? Ja. Ich bin letzte Nacht um 2:30 nach Hause gekommen. Aber was kommt denn dann finanziell bei Ihnen rum? Ich habe das noch gar nicht überschätzt, aber es ist schon einiges. So ungefähr? 2.000, 3.000. Was? Euro. In welchem Zeitraum? Im Monat. Und vor allen Dingen steuerfrei. Die saufen zu viel. Wird zu viel gesoffen. Muss dann irgendwann Flaschenpfand anmelden, Chat? Wenn man zu viel Flaschenpfand, quasi wenn man zu viele Einnahmen durch Flaschenpfand hat, muss man ein Gewerbe anmelden? So eine Art inoffizielle Recyclingfirma oder sowas? Also in 2 Stunden. Ja. Ja? Oh oh. Also das nächste Mal, wenn er zum Leergutautomaten geht, Chat, geht er mit Cappy, mit Sonnenbrille und so weiter vermummt. Nicht euer Ernst. In 2 Stunden? Ja, 2 Stunden, ja. Das ist Reeperbahn lässt grüßen. Das vom Pfandautomat, die zerschredderten Einwegpfandflaschen. Was bringt so ein ganzer Sack? 400 Euro, je nachdem, ne? Ich mach das nur, um diese Asozialen hier ein bisschen zu triezen. Ehrlich? Ja. Wieso? Ja, gucken Sie sich doch mal an, was hier rundherum auf den Straßen los ist.
Da werden nachts die Leute überfallen, die Frauen ausgeraubt und. Und wenn sie dann Flaschen sammeln, passiert was? Ja, denn irgendwann verziehen die sich, wenn sie nichts mehr finden. Die finanzieren ja damit ihren Drogenkonsum. Kauft er davon vielleicht Bier oder Zigaretten? Drogen? Bier ist eine Droge. Nikotinzigaretten ist eine Droge. Aber es wäre ja für Sie schlecht, ne? Ich habe ja meine Arbeit. Ach, was machen Sie denn? Ich bin selbstständig, ich mache Mauerarbeit und all so ein Kram. Das ist mein Unterhalt. Ganze Tag durchlaufen, Pfandflaschen sammeln. Jetzt Essen kaufen. Klappt das einigermaßen? Manchmal schon, manchmal nicht. Manchmal hungrig schlafen. Wo schlafen Sie denn? Ich? Bei meiner Freundin zurzeit. Zum Glück. Da meine Freundin. Und Sie haben eine Wohnung? Und ich muss Pfandflaschen sammeln, um Prostitution dazu machen. Das ist nicht normal, ne? Ich bin nie gemeldet, keine Adresse, nichts. Ich bin so wie, keine Ausweis, so wie nennt man das? Illegal. Ich wollte gerade sagen, illegal. Vielleicht nicht die allerbeste Idee, das vor der Kamera zu sagen, ha? Illegal bin ich hier. Nur muss ich eine Millionär-Deutsche suchen und dann heiraten und dann alles fertig. Das Leben ist schöner. Okay. So kann man das auch sehen, ne? Ne? Wie soll der Mann denn sein, den Sie suchen? Egal. Alt, jung, egal wie sein soll. Hauptsache Geld. Hauptsache Millionär. Mit viel Geld. Das haben Sie zu bieten? Alles. Schöne, schlanke Körper, alles. Ich bin transsexuell. Ladyboy. Und, wie viel ist rausgekommen? 9,75 Euro, genau. Jetzt einkaufen, essen. Ja, Mangiare. Bis zu 3000 Kunden shoppen hier Samstag. Peter? Mein erster Gedanke war Peter. Dachs. Über 3.500 Artikel stehen zum Verkauf. Durch seine illustre Kundschaft wurde das Lebensmittelgeschäft auf der Roten Meile bekannt. 17 Jahre nach der Öffnung ist der Laden Kult. Jetzt gucken wir uns den geilsten Pennymarkt in Deutschland an. Gelesen habe ich schon viel von. Und ich kenne mich ein bisschen aus mit Lebensmitteln. Eine nette Untertreibung. Bis vor 16 Jahren hat Dieter Schäfer Süßwaren an Großkunden verkauft. Noch heute inspiziert er mit Vorliebe Verkaufsflächen. Und das. Eieiei, das ist so ein richtiger. Eieiei. In seiner Freizeit guckt er sich die Penny an. Das Anzügliche stürze nicht. Nee, das habe ich da hinten das erste Mal gesehen. Was da war. Alles gut. Nee, das ist okay. Ist doch schön, oder nicht? Oh, wow, die Geräusche. Das freut mich natürlich. Nochmal. Alles gut. Nee, das ist okay. Ist doch schön, oder nicht? Das freut mich natürlich, dass meine ehemaligen Produkte ausverkauft sind. Die M&M's, Twix, Snickers, Ballisto, jawohl. Reise sind okay. Und da freut mich schon, dass hier Wrigley sehr gut platziert ist. Das gehört nämlich auch dazu. Sollte das beste Produkt auch den besten Platz nehmen. Sauber platziert, schön. Müsste natürlich auch am Samstagabend alles leer sein, aufgrund der Kundenfrequenz, was hier ist. Wobei ich schon glaube, dass die hier 70% des Umsatzes mit Getränken machen. Dann soll man Glöcke bilden. Das ist hier eigentlich recht gut gelungen, mit Zuckerwaren hier, Schokolade. Vorhin haben wir geguckt, wie die Regale bestückt sind. Das kenne ich nicht anders. Oh je. Ich meine, immerhin hat er Spaß, ja? Immerhin hat er irgendwas gefunden, was er wirklich mag im Leben. Wussten Sie, dass in Amerika für 1 Milliarde Dollar M&M's verkauft werden im Jahr? Oh Gott, ey. Jetzt geht das die ganze Zeit so weiter, ja? Soll man nicht glauben, ne? 1 Milliarde Dollar. Was gönnen Sie sich denn ab und zu mal so, was nicht aller Tage im Einkaufskorb landet? Ja, so ein schöner Fruchtjoghurt. Manchmal gibt es ja leckere Sorten. Saisonsorten sind immer toll. Ja, dann vielleicht noch Käsekuchen. Saisonsorten? Bist du ja hier, Käse.
mag übrigens Käsekuchen sehr gerne. Ich habe es schon lange nicht mehr gegessen, aber jetzt würde ich echt gerne Käsekuchen essen. Jetzt, wo sie es gesagt hat. Oh, und dann noch im Angebot. Na, besser geht's noch nicht. Oh, Rahmjoghurt, der Gute von Wein, Stefan. Das gibt's doch nicht. Oh, und dann noch im Angebot. Ist ja toll. Ich glaube, das ist der Traum für jeden Werbetreibenden, oder? Der Gute von Wein, Stefan. Klopft jemand auf den Rücken. Wir haben gut Werbung gemacht. Ich aber richtig hier. Da mache ich keine Aprikosen. Darum ist er hier. Zu dumm. Schade. Aprikose mag ich nicht. Dann nehme ich zwei davon. Ja, dann vielleicht Heidelbeer. Alles da, was das Herz begehrt. Dude, wenn du die Wahl hättest zwischen den Joghurt, was für eine Geschmacksrichtung hättest du? Hier sind zum Beispiel Kirsche, Schokoballs. Ich glaube, das ist Erdbeere. Himbeere gibt es sicherlich auch noch so. Ihr wisst schon, ihr wisst, worauf es hinauskommt, Chat. Ich bin jemand, ich hasse es, Schokolade im Joghurt zu haben. Ich würde auf jeden Fall irgendwas Fruchtiges nehmen. Kirsche oder Erdbeer. Ich sehe viele Erdbeer-Bros anwesend. Sehr gut. Im Winter gibt es immer Apfel. Esst, was ihr wollt, Chat. Wie heißt denn das? Bratapfel. Oh, die habe ich gesucht. Guck mal, was ist Marena Mascarpone. Oh, brauche ja nur zugreifen. Dann nehme ich Mascarpone. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles. Ab zur Kasse. Und wie sind jetzt Ihre Pläne für den Abend? Ich war doch im Theater. Ich habe die Blechtrommel gesehen. Mehr kann man nicht erwarten. Ist doch ein perfekter Tag. Ketchup, der gute Nurhehler Hermann Laue aus Ahrensburg. Junger Mann. Hallo. Chat, was halte ich von Hehler Gewürzketchup? Also, ich kann nicht so viel sagen, Chat. Hehler war meine erste Droge im Leben, Chat. Das war das erste Mal, dass ich Geschmacksverstärker erlebt habe und wie geil das ist. So fing's an. Okay, weiter. Ahrensburg. Junger Mann. Hallo. Ja, ich bin ja Hamburger Dern. Für mich ist das alles normal. Also habe ich kein Problem mit. Ja, also wenn das Werbung war, ja. Ja, Chat. Ja, das war Werbung, aber unbezahlt. Also, Vorsicht. Das ist für mich auch Lebendigkeit. Ja. Hier noch sehen, was um mich herum vor sich geht. Nicht immer nur mit dem Handy und überhaupt nicht mehr die Vögel zwitschern hören. Ich bin so grau und unscheinbar. Man wird eigentlich kaum gesehen, aber ist egal, ich sehe viel. Hey, Sie waren aber auch schon mal da. Zum vierten Mal jetzt. Ganz kurz, Chat. Ich finde die Aussage von der Frau ist interessant, ja? Erstmal, der Typ sieht auch schon ziemlich leicht apathisch aus. Sie meinte, warte, was sagt sie? Warte. Mich kaum gesehen, aber ist egal, ich sehe viel. Sie wird kaum gesehen. Chat, wenn ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, seid ihr so jemand, der quasi gesehen wird oder seid ihr so jemand, der untergeht? Ihr wisst schon. Ich war mal früher mit meinen Freunden unterwegs, Chat, und die konnten sich nicht mehr daran erinnern, dass ich dabei war. So unglaublich gehe ich unter. Nur so nebenbei, ich bin ein Untergehmensch in der Masse. React Andy, danke für die 6 Monate. Eine hervorragende Idee hier zu resubben. Wir sind alle undercover. Ja, wir sind auch alles Computerspiel-Realitätsflüchtlinge, Chat. Vielleicht haben wir das gemeinsam, wisst ihr, was ich sage? Ist überhaupt nicht schlimm. Weiter. Hey, Sie waren aber auch schon mal da. Zum vierten Mal jetzt. Bisschen Nachschub besorgen? Ja, Kaffee muss sein. Kaffee Latte? Ja, eine Mischung, ne? Wir trinken immer Wasser. Das schmeckt am besten. Ich brauche keinen Alkohol. Ich bin auch so lustig, weißt du? Ist alles Luxus geworden, weißt du? Autofahren auch. Bei den Benzinpreisen. Unerhört. Preise haben ganz schön angezogen insgesamt. Ja, ja, reichlich. Wie ist das so für Sie? Spiegel TV. Komm ich noch mit klar. Ich verdiene genug Geld. Mach dir mal keine Sorgen. Was arbeiten Sie denn? Industriemechanikerin und technische Zeichnerin habe ich zuerst gelernt. Und was zeichnen Sie da gerade so? Maschinenteile. Ja, was sonst, Mann? Vollidiot. Anspruchsvoll. Ja, aber ist gut. An der Drehmaschine zu arbeiten als Frau bringt richtig Spaß, weißt du? Auch als Mann? Ich habe viel an der Drehmaschine gearbeitet. Warte, ich hol schnell was ich gedreht habe, Chat. Moment. Hier, Chat, ein echtes Unikat. Get ready.
Das war mal übel poliert, aber mittlerweile nicht mehr. So eine Dose. Ich habe eine Drehmaschine gemacht und schön poliert, sozusagen. Okay, weiter. Und schön Gewinde schneiden und bohren mit einer Standbohrmaschine. Logo. Und hobeln und meißeln und fräsen. Ich bin fit wie Turnschuh und tanzen. Also ich habe den Griff auch schon oft gemacht, aber was macht sie denn da gerade? So Stimmung, ist richtig gut. Achso, die Hose. Da war ja noch okay. Die Seemannsband da. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. Oh, bring back my Bonnie to me, to me. Oh, bring back my Bonnie to me. Schön, ne? Ja. Tschüss, ihr drei. Drei Mann in einem Boot, die waren in Seenot. Jetzt muss ich aber mal zur Kasse gehen und bezahlen. Ne? Hallo. Auf irgendeine Art und Weise bin ich ein bisschen neidisch auf sie, wisst ihr, was ich meine? Die hat mehr Spaß beim Joghurt kaufen, als ich vermutlich in den letzten drei Tagen gehabt habe. Wisst ihr, was ich sage? Meine Güte. Moin. Bananen. Die Stimme ist wild. Zu Hause vom Fernseher zum Wegnaschen. Was sind das, die Schokobananen von Casali? Moment, ich muss mal genau checken. Man kann es nicht erkennen. Schönes Wochenende noch. Tschüss. Bye bye. Tschüssi. Also was mir gefällt, ist halt das Bunte, was zu Pauli ja, schon wieder. Passiert, sorry, wir waren. Ne? Guck mal allein, wie er da läuft, mit seinen Händen hinterm Rücken. Seine Frau verfolgt ihn awkwardly, währenddessen er weiter darüber redet, wie toll das alles hier präsentiert ist. Auch hochinteressant. Da wäre mancher Bäcker froh, wenn sein Regal so abends ausschauen würde. Ne? Aber dieser Pennymarkt, der hat schon einen Namen in Deutschland. In der Fachpresse wird doch sehr oft drüber berichtet auch. Und sauber und ordentlich ist er hier. Guck mal, Chat. Ich erkläre euch, was los ist mit dem alten Mann, okay? Der hatte eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position scheinbar in seinem vorherigen Betrieb oder in seinen, keine Ahnung, was auch immer der genau gemacht hat, wie auch immer er der Großwaren verkauft hat, okay, Chat? Und jetzt ist der Rentner. Aber der hat nicht mehr diesen super Respektkick von früher, wisst ihr, von der Arbeit, weil der ist jetzt nur zu Hause. Das ist so wie bei jedem Billionär-Chat. Warum hat Elon Musk plötzlich einen Twitter und Shitposte die ganze Zeit, Chat? Das ist ja, die brauchen quasi Outlets-Chat. So wie ich, ohne meinen Stream wäre ich nichts, Chat. So, wisst ihr, das gibt mir quasi was zu tun im Leben, da habe ich was zu tun. Und der hat nichts mehr zu tun im Leben, Chat. Jetzt kann er nur noch im Penny rumlaufen und halt sein altes Wissen anwenden. Ja? Passiert uns allen mal. Respekt. Arno Kluge fühlt sich hier ebenfalls wohl. In der Nacht hat der Handwerker massenweise Leergut gesammelt. Über 30 Euro. Nur für die drei Taschen. Lass mir das Geld auszahlen und komm gleich wieder mit den nächsten drei Taschen. Gibt es da nicht große Konkurrenz? Ne, wie denn? Ich bin noch der Schnellste. Das ist noch lange nicht alles. Ich habe noch 10 solche Taschen. Stehen bei mir noch in der Wohnung. Helfen die Spenden für irgendwelche Sachen? Mal an Kindergarten, mal dahin, mal dorthin. Wo mir es gerade einfällt. Ja, und dann so langsam hat sich das dann so immer mehr verfeinert. Weil man versucht ja dann auch, das irgendwie besser hinzukriegen noch. Immer besser wie die anderen sein. Ganz einfach schneller laufen. Ich bin sonst immer irgendwo rausgefahren und im Wald oder so gelaufen. Denke ich, wieso, das kannst du doch hier auch haben. Und das ist eben das Lukrative dann. Irgendwo musst du ja auch einen Anreiz haben. Ich habe das gesehen, was andere wegschaffen. Ich denke, das kannst du auch. Und dann läufst du nicht sinnlos durch die Gegend. 36,25 Euro. Danke. Kann ich die Quittung kriegen? Wochenende. Immer so eine halbe Stunde bin ich wieder da. Tschüss. Bereits zum fünften Mal ist Till heute. Ich finde, Chat, er hat irgendwie doch, ich weiß nicht, wenn ich ihn so sehe, wie er sich bewegt und wie er guckt und so weiter, finde ich, hat er irgendwie Ähnlichkeit mit Knossi. Ihr habt das am Anfang auch schon geschrieben, aber irgendwie kommt das die ganze Zeit so durch. Und so öfter ich ihn sehe. Bereits zum fünften Mal ist Till heute im Markt. Er kampiert vor dem Eingang und versorgt sich hier mit dem Nötigsten. Eine Erkältung macht dem leicht bekleideten Mann zu schaffen. Was brauchen Sie? Taschentücher. Warum hat er nur eine Bomberjacke an? Schnupfen? Ja, ein bisschen. Okay, Chat, ich guck mal. So wie der sich bewegt, so wie der läuft, so wie der redet, so wie er seinen Kopf dreht, Chat. Amphetamin. Speed. Was ist das eigentlich für ein Outfit, was Sie anhaben? Ich bin Skinhead. Für was steht das heute? Unpolitisch. Also viele beurteilen das als rechts, aber in echt ist das nur unpolitisch. Du sagst, er kann sich kein Speed leisten? Weißt du, wie günstig Speed ist? Kann sich jeder leisten, da Chat. Also wir engagieren uns teilweise, die richtigen Skins engagieren sich eher für
für das schwarze Volk so. Also nicht rassistisch, sondern gegen den Rassismus. Könnten Sie ja fast auch ein Punk sein, ne? Ja und nein, weil Punks, die sind eher politisch als wir Skins, weil wir sind eher so für die Arbeiterklasse engagiert. Ist das nicht auch hochgradig politisch? Für uns ist das wichtig, dass die Arbeiterklasse mehr Geld kriegt und die Steuern ein bisschen weniger werden und die Mieten auch deutlich weniger werden. Das ist hochgradig politisch, ja. Gerade hier in Hamburg. Und in welchem Bereich arbeiten Sie? Glaser. Und wie leben Sie das quasi? Ich lebe das in denen, wenn ich das jetzt mal hardcore sage. Arbeiten, arbeiten gehen, saufen, ficken. So. Halt ein Leben ein von einer Arbeiterklasse halt. Auch ohne Job kann das Leben einseitig sein. Sebastian wurde durch einen Schicksalsschlag aus. Aus der Bahn geworfen. Bei dem Punker dreht sich seitdem fast alles um Alkohol. Gleich nach dem Aufwachen braucht er hochprozentigen Stoff für kleines Geld. Schönen guten Morgen. Oh, Bro, come on, mach dir jetzt bloß. Guck mal, ich habe nur eine Bitte, lieber Spiegel-TV-Reporter. Ich weiß, du kannst richtig lustige Reaktionen aus ihm rausbaiten. Du kannst ihn richtig fertig machen. Aber der sieht so aus, als wenn er schon einiges hinter sich hat, Bro. Bitte zieh den nicht zu hart in den Dreck. Wie geht's? Gut, und selber? Ah, Katastrophe. Punk's not dead. Reaper war funktioniert. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Nicht so viel Geld. Katastrophe. Katastrophe. Total Katastrophe. Ich brauche das. Und Radler. Ja, Mann, Husky, danke schön. Meine Frau ist tot. 3 Jahre. Und 3 Jahre ich. Traume, nur scheiße Traume. Katastrophe, nur Katastrophe. Aber ich hatte keine Kinder, das ist blöd. Seit 3 Monaten ist Sebastian in Hamburg. Kassierer Piet kennt die Untergangsfloskeln des Stammkunden schon. Hallo. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ah, Katastrophe. Katastrophe. Epilepsie. Das ist dein Lieblingswort. Was ist deine Muttersprache? Ist das Polnisch? Ich kann das ganz schlecht beurteilen, aber ich nutze mich sehr für Sprachen. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch. 5,93 €, ja? Oh, 2 €. Das kannst du einstecken. Wow. Wow. Ich einkaufe. Mein erster Gedanke war auf jeden Fall Polnisch. Einen Moment. Ja. Oh, hol er noch Nachschub? Was ist denn das überhaupt für ein Wort, Chat? Könnt ihr das deuten? Man hat es jetzt so hingelegt, dass man es nicht sieht, vermutlich der Doku wegen, ne? Naja. Anscheinend. Ist noch was übrig geblieben, ne? Ja. Ah ja, da kommen die Jungs aus der Ecke raus. Kaliskaya, sagt ihr? Check. Das ist noch ein bisschen Geld. Oder Gorbatschow. Oder am Jelzin. Ende des Horizonts. Jelzin könnte auch sein. Oder, oder Fürst Uranov. Kannst du mit dem BIO bezahlen? Ja. Das ist ja hervorragend. Oh, Schätzelein, kann losgehen. Ich weiß aber jetzt nicht, was ich jetzt machen muss. Wenn ich das Ding auf habe, höre ich immer so schwer. Oh, ich spreche immer schwer. Punkte sammeln auch bei dir? Nee, brauche ich nicht. Beleg auch nicht, ne? Nee. So, dann schön starten. Ja, wir sehen uns noch. Ich komme leider mal wieder. Ich gehe jetzt erstmal weiterarbeiten. Ich gehe jetzt in die Freiheit. Zu Olivia. Ich mache bei Olivia so ein paar Läden sauber. Den Schmutz der Verrückten heute Nacht. Da gibt es wahrscheinlich viel zu tun, ne? Es geht. Es geht. Entschuldigung. Ja, alles gut, je. Okay, ist schon wild, Mann. Süß, ehrlich. Es gibt Schlimmeres. Sebastians Starthilfe. Für in den Tag eine Packung Kräuterschnaps. 4 Fläschchen für 99 Cent. Meine Frühstück. Einst war er LKW-Fahrer. Doch ein Neuanfang kommt für ihn zurzeit nicht in Frage. Sind das jetzt die ersten Getränke heute? Ja. Bis vor ein paar Wochen lag der Punker noch im Krankenhaus. Er war mit dem BMX-Rad gestürzt. Jugendliche hatten ihm das Geländebike aus Mitleid geschenkt. Alkohol ist scheiße. Aber ich brauche. Seit dem Tod seiner Frau tingelt Sebastian durch Großstädte. Seine letzte Station, Kopenhagen, jetzt Hamburg-St. Pauli. Nicht zum ersten Mal. Leben Sie auf der Straße?
Wie lange schon? 3 Jahre. 3 Jahre jetzt. Heute Nacht geklaut meine ganze Tasche mit Essen, voll Essen. 4 Flaschen Wodka nach heute Morgen. Das ist ziemlich schwierig zu sehen, stellt für mich. Ihr habt gesehen, wie der gezittert hat beim Trinken, ja? Und dass er sich 4 von den Fläschchen gleichzeitig reinhaut. Ey, Chat, ich bin hier nur so ein affiger Streamer, wisst ihr, was ich meine? Aber, ey, Bros. Tut euch bitte sowas nicht an, okay? Schreibt mir lieber vorher bei Discord oder so, bevor ihr sowas macht. Das geht mir richtig an die Substanz, Alter. Das erinnert mich an Freunde, die ich hatte und habe. Ich meine, es ist wirklich ernst, Chat, falls ihr wirklich mal irgendwie reden wollt oder so. Es klingt abgedroschen, vor allem aus der Situation, aber ihr könnt mir jederzeit irgendwie über Discord schreiben. Da antworte ich garantiert. Und das machen auch viele Leute jeden Tag oder so. Ich meine nur, auch er, Alter. Ich meine, er war erst in Kopenhagen, jetzt in Hamburg. Wohin läuft sein Leben? Das fühlt sich an, Chat, wie als wenn das quasi wie so eine, wie sein Ende ist, was wir da gerade sehen, wisst ihr? Wie so die letzten Momente so. Vielleicht überdramatisiere ich das, aber das ist auf jeden Fall kein guter Zustand, den der Mann ist. Ganz und gar nicht. Zum ersten Mal. Leben Sie auf der Straße? Wie lange schon? 3 Jahre. 3 Jahre jetzt. Heute Nacht geklaut meine ganze Tasche mit Essen, voll Essen. 4 Flaschen Wodka nach heute Morgen. 4 Flaschen Wodka. Wurden die geklaut, richtig? Hat die nicht getrunken? Er spricht gebrochenes Deutsch. Stohlen. Ja, gestohlen, okay. Weiß ich, hab's gehabt. 4 Flaschen Wodka hat man ihn gestohlen. Und Essen, alles. Garderobe, ich hatte, weiß ich, viele neue T-Shirts, elegante, alles geklaut. Ich weiß, wann ich sehe, Kette, Stahl. Ich bin guter Beiter. Okay, Jungs, ich muss laufen. Denn mit nur einer Flasche Wodka kommt er nicht weit. Dankeschön, schönen Tag. Ich muss schnorren. Den Beschaffungsdruck, den Sebastian jetzt hat, kennen Till und seine Freundin noch nicht. Eigenständig Geld zu verdienen, kommt für Amy nicht in Frage. Trotzdem. Eine Flasche Wodka am Tag, Chat. Garantiert sogar. Versprochen. Oh mein Gott, ich heule, wenn ich weiterrede. Lass erstmal weiterkommen. Ist der berufstätige Punker frisch in sie verliebt. Till, sag mal, ist das deine Perle, von der du eben erzählt hast? Der Reporter. Ja. Ja. Wie lange sind sie zusammen, Sie beide? Sie beide. Sie hat Fuck im Gesicht stehen, ein Anarchiezeichen, ein umgedrehtes Kreuz und ein N, was auch immer das bedeutet. Und sie hat eine 7.62x51mm Patrone um Hals. Mein Gott, wow. Tage? Nee, eine Woche. Dude, ist die Zigarette nicht schon lange aufgeraucht, Chat? Nur so nebenbei. Und wie haben Sie sich kennengelernt? Hier, beim das Saufen. Das ist der Kiez. Ja. Der Kiez bringt viele Liebschaften hervor. Hat das Potenzial mit euch beiden? Ich denke schon, ja. Und zählen Sie sich auch zur Arbeiterklasse? Nee. Ich glaube, ich werde niemals wirklich arbeiten gehen. So. Wie verbringen Sie denn so den Tag? Ja, hätte ich Internet zu Hause, würde ich den ganzen Tag vom Computer hängen. Fühl ich. Oder draußen sein und saufen. Der Dame geht es zumindest doch ganz gut in der Situation, okay? Die ist noch lange vom richtigen Abschuss entfernt. Ja, naja. Mehr mache ich im Grunde gar nicht, nee. Vielleicht sollte ein Freund dir Internet holen, ganz ehrlich. Das hört sich so an, als wenn da was möglich wäre. Hallo. Mehr als auf. Was surfen die dann im Internet? Ja, ich habe so ein Online-Rollenspiel, was textbasiert ist. Also based? Hochgradig based? Oder schreibt, einer schreibt halt einen Text, was sein Charakter macht, und der nächste schreibt einen Text, wie der Charakter darauf reagiert. Also ich. Das ist mega cool.
Ganz ehrlich, das ist mein voller Ernst, das ist mega nice. Dude, kauf hier einen Internetzugang. Ich habe 7 Charaktere. Der eine heißt Jason und er ist ein Vampir und er führt ein Café, wo abends dann Blut verkauft wird an die anderen Vampire. Dann habe ich noch einen Vampir, der heißt Justin. Der ist so mega schüchtern. Dann habe ich noch einen Werwolf, der ist Rubin, der ist ein kleiner Rebell. Und wie ist so ihre Lebens... Für Normies wird das total eigenartig klingen, Chat. Für mich klingt das komplett nice, Alter. Das klingt alles richtig cool. Klingt so, als wenn richtig viel Kreativität drin steckt. Philosophie? Wenn ich sterbe, dann besoffen. Wahre Liebe. Habe ich schon mal die Glatze gestreichelt heute? Wow. Mütze. Glücksglatze streicheln. Ja. Wie soll es mir gehen? Ich bin krebskrank, bin ich. Krebskrank. Lungenkrebs. Und kann man noch was machen? Nee, bei mir nicht mehr. Ich bin so oft durchgesagt, so runter am Stadion. Ne? Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn noch? Oh, das ist eine schwierige Frage, was Sie stellen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wie viel Zeit bleibt hier noch? Das ist ein Herzkopfchen. Ist das Jägermeister nur in vom Penny? Ja, ne? Die halten mich zum Leben. Ob Sie glauben oder nicht, die halten mich am Leben. Was ist das denn? Jagdlos, würde ich sehen. Ich glaube, dieses. Ich habe noch nie so ein Pinchen getrunken, Chat. Oder so ein Klopfer oder was, wie auch immer das Ding heißt. Ich habe gutes Leben gehabt. Wolfgang kommt aus Ostdeutschland. Auf der Reeperbahn zu leben war immer sein Traum. So oft es noch geht, chillt der gelernte Maurer im Eingang. Hey, Sebastian ist unterdessen im Schlepptau der Ordnungsmacht. Der Panke hatte sich weiter betrunken und war mitten auf der Pennymarkt-Zufahrt gestürzt. Da er sich die linke Schläfe aufgeschlagen hat, haben 2 Polizisten der Davidwache einen Rettungswagen gerufen. Ist das Sebastian? Ja. Sebastian, können wir ganz kurz reingehen? Dann können wir dich kurz angucken, okay? Jetzt war hier neue Hose wieder. Ja, okay. Komm mal hoch. Aber mit meinem Bier. Ja, ja. Erstmal gehen wir rein, ja? Okay, alles ist in Ordnung. Halt deinen Mund, Sebastian. Ich bin alleine. Das war vor kurzem. Ich bin alleine. Du bist schon auf die Fresse geflogen. Danke dir. Aber jetzt. Ich bin alleine. Auch dieser Mann könnte Hilfe gebrauchen. Mein Gott, Alter. Bei einem Reeperbahn-Ausflug hatte er Styroporplatten entdeckt und einfach mitgenommen. Was? Und die bringt eine Penny? Was? Der Finder hat bereits einen im Tee. Das macht das Handling nicht leichter. Ja, die lagen auf der Straße rum. Haben wir mitgenommen. Ich habe damit vor, meinen Campingplatz, ungefähr meine Dings hier, wie heißt das? Vorzelt, ne? Mein Vorzelt. Erneuern. Das war durchgemoddert. So, auf jeden Fall machen wir es wieder heile. Die Dämmung unten für den Fußboden. Und wie sind Sie hier am Eingang vom Pennymarkt gelandet? Ja, das ist die wirklich wichtige Frage. Die Frau muss Pfand abgeben, ne? Ich brauche noch Bier. Meine Frau muss Pfand abgeben. Schatz, Moment, lass uns die Isolierplatten kaufen. Aber wir brauchen noch Bier und haben Leergut dabei. Ja, Moment, da können wir die Platten mit zum Penny nehmen. Du weißt doch, auf der Reeperbahn brauchst du Sprit. So ist das einfach. Auch ein paar kurze Zündkerzen. Ist doch in Ordnung. Das ist meine Frau. Hallo. Und sie ist auch voll dabei. Ja, ey, komm mal her, du musst mir helfen. Helfen wir uns. So, jetzt baue ich gleich mein Haus, ne? Kannst du mal anhängen, Alter. Ja, klar, gar kein Problem. Und. Ja, und ihr seid auch mit dem Fernseher, Jungs. Ja, jetzt nehme ich meinen Rucksack. Alles klar. Ja. Perfekt. Jungs, pass auf euch auf. Ey, keine Scheiße bauen. Und lass sie die von Fremdmännern ansprechen. Tschüss, Jungs. Der Heimwerker geht. Ramona putzt hinterher. Hey, Güte, ist das gut random. Her. Das Penny Entree, die Visitenkarte des Marktes. Wenn das nicht richtig liegt, bin ich nicht glücklich.
mag das aber auch nicht, wenn er schräg liegt, aber in einer halben Stunde kannst du es eh wieder gerade hinlegen. Und auch das machen wir jeden Tag. Rumgammeln ist nicht. So, Obst, Gemüse durchgucken, die Sachen rausnehmen, die halt nicht mehr schön sind. Du hast natürlich tagesfrische Artikel, die du dann wirklich nur einen Tag verkaufen darfst oder kannst auch. Sowas wie Kopfsalat, der sieht halt einen Tag schön aus, am nächsten Tag nicht mehr so. Das ist ja meistens nur das äußere Blatt, was dann irgendwann ein bisschen trocken wird. Aber das hat ja nichts mit dem ganzen Kohlkopf zu tun. Unnötig Sachen wegschmeißen wollen wir ja auch nicht. Die reißen immer die Blätter ab und schmeißen das wieder in die Kisten, obwohl ich hier immer eine leere Kiste vorstelle. Das kann ich nicht ab. Man ist ja okay, wenn sie es abreißen, aber man könnte es doch auch irgendwo in den Mülleimer schmeißen oder in die Kiste oder. Was passiert jetzt mit den ganzen Sachen, die da in der Tonne sind? Ja, früher, wenn du beim Discounter eingekauft hast, warst du, glaube ich, assi. Also Discounter war immer so für die Leute, die kein Geld haben, und das hat sich ja grundweg geändert. Gott, Alter, wenn ich diese Scheiße mal höre, Chat, Alter. Nur unter uns jetzt, Chat, ne? Lass dich von keinen Leuten irgendwas einquatschen, Alter. Die meisten Sachen, die irgendwelche Leute erzählen, ist sowieso immer absoluter Cope oder absoluter Bullshit, Alter. Oh, du gehst im Discounter einkaufen, du musst arm sein. Oh mein Gott, Chat, Alter. Leute bilden sich viel zu viel ein auf irgendeine Art von Erbe, auf irgendeine Art von Verdienst, auf irgendeine Art von Sozialstatus, Mann. Kotz mich das an, Chat. Wir haben uns etabliert. 2 Euro mehr als sonst. Die spinnen wohl. Danke, Jungs, den ganzen Satz. Lest alles noch ordentlich vor. Nur bei Penny. Wir haben immer gut zurückgelegt und jetzt müssen wir es ausgeben. Vor 60 Jahren bin ich hierher gezogen. Und gefällt es Ihnen heute noch? Immer noch. Nur sonnabends nicht so wie jetzt mit der Sauferei. Was war das für ein Wodka? Warte, lass mich versuchen, ist, glaube ich, Wodka Gorbatschow. Unsicher. Hast du einen Toast? Nee, eins nur. Das ist zu viel. Das schaffen wir gar nicht. Das ist das Kleine. Ja, guck mal, ich lese jetzt hier gerade, die Discounter finde ich teilweise von der Aufmachung als auch vom Klientel her sehr unangenehm. Ja, du bist ja nicht da, um Freunde zu finden. Du bist ja nur da, um kurz einzukaufen oder sich zu verschwinden. Was soll ich meinen? Wie lange verbringst du da Zeit? 10 Minuten deines Lebens? Oder deines Tages? Also, ja, ich verstehe aber, worauf du hinaus willst. Im Aldi, sagen wir mal, sind andere Leute als im Edeka oder ein Rewe oder so. Ich verstehe, was du damit sagen willst. Ich verstehe, was du ausdrücken willst. Aber das sollte dich nicht davon abhalten, mal die einzukaufen oder so. Wieder nimm einen Toast raus, bitte. Ich hab das schon, Mensch. Okay. Ja, Mensch. Gut. 2 Liter Milch hast du auch. Nein, hab ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo die steht. Milch hast du doch. Na, da ist ja die Milch. Aber das ist nicht so wichtig, kriegen wir nächste Woche noch. Ich habe noch 2 Gläser zu Hause. So. Lass mal stehen. Nimm mal lieber 2 Tüten Milch mit. Ah ja, übrigens, kleiner Fun Fact, Chat. Ich war vor kurzem im Edeka-Chat, wollte bezahlen. Meine Karte hat nicht funktioniert. Bin ich einen Tag später, weil ich was vergessen habe, nochmal rein. Meine Karte hat nicht mehr funktioniert. Und ich konnte immer im Bar bezahlen. Und dann dachte ich mir so, ist wohl irgendwas defekt im Laden oder so. Und dann bin ich ein drittes Mal reingegangen und meine Karte funktioniert immer noch nicht. Und jetzt kommt die wirklich wichtige Frage, Chat. Wäre es euch peinlich, wenn ihr in der Kasse steht und eure EC-Karte nicht funktioniert und ihr euren kompletten Einkauf zurückgeben müsst? Oder ist euch das egal? Ich habe mit einem Freund geredet und der meinte, ihm wäre das hochgradig peinlich gewesen, wenn er nicht bezahlen hätte können. Ja, aber warum? Ich versuche nur, meine Perspektive zu geben. Das sind doch irgendwelche Leute, die sehe ich nie wieder. Und die Person, die da arbeitet, erlebt sowas in der Woche 5-mal. Und der einzige Grund, warum meine Karte nicht funktioniert hat, ist, weil ich die Post nicht aufgemacht habe und meine neue Karte seit 2 Monaten da drin war. Das kann mal passieren, okay? Man darf nicht zu viel Gedanken machen, Chat. Weiter geht's. Ich war noch nie eine gute Köchin. Ich koche nur, weil ich Hunger habe. Sonst nicht. Aber Ihr Mann ist Ach so. Zufrieden? Ja, muss er ja. Ein anderer kocht ja nicht für ihn. Was soll er machen, ne? Wie lange sind Sie schon verheiratet? Werden Sie nicht glauben. 60 Jahre. Du sagst, alle müssen warten, die dahinter stehen. Ich war in meiner Kasse. Und da war so eine Frau, die da gearbeitet hat und die hat es irgendwie ganz eilig gehabt und hat alle Sachen irgendwie durchgebiebt und dann war übel voll und dann waren die Bananen beschädigt, aber die hat die trotzdem durchgebiebt. Die sind wohl irgendwie kaputt gegangen. Da meinte ich so, ja, ich kann die Bananen nicht kaufen, die sind beschädigt, die hätten sie gar nicht erscannen dürfen. Da waren auch haufenweise Leute hinter mir, die pisst waren, aber wenn was reklamiert werden muss, muss das reklamiert werden. Wenn die Karte nicht funktioniert und wissen nicht, muss die Karte quasi ersetzt werden. So, das passiert halt, Chat. Nichts Schlimmes. Einer müssen halt warten. Gratuliere. Ich muss ja auch warten, wenn jemand vor mir was macht. 30 Jahre wären auch genug, ne? Was wollt ihr denn noch haben?
Erstmal noch ein Brot. Hans gilt Vollkorn. Können Sie das noch beißen? Ja, ich habe noch richtige Zähne. Was denken Sie denn? Ich habe immer aufgepasst. Ehrlich? Ja, natürlich. Noch die eigenen? Natürlich. Ich kann noch nichts rausnehmen. Und Sie haben hier dann einen Heiratsantrag gemacht? Ja, ja. Wie war das? Er hat mir erst ein Kind gemacht und dann einen Heiratsantrag. Jetzt habe ich ihn an der Backe. Wir sind nach Hamburg hier gekommen und dann haben wir geheiratet. Ja, Chad, der Reporter ist halt Ragebaiter, ne? Aber ich gehe mal ganz kurz zurück. Erst hat sie mir ein Kind gemacht, dann einen Heiratsantrag. Ich verstehe. Eine kleine Wohnung gekriegt und gut. Und dann musste man sehen, wie man zurechtkommt, ne? Und wer macht bei Ihnen die Haushaltskasse? Chefin. Naja, einer muss aufpassen, ne? Gut, dann alles Gute für alle. Ja. Tschüss. Aber ich habe das Gefühl, Chad, dass diese Art von Dynamik zwischen, ich sag mal, Ehemann und Ehefrau, irgendwie bei Boomern relativ verbreitet ist, Chad. Manchmal habe ich auch das Gefühl, das hatte ich früher als Kind, wenn ich mit meinen Eltern zusammen auf Essen war, und da waren dann so Freunde von meiner Familie oder so, oder von meinen Eltern, ja. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die hassen sich gegenseitig. Nicht meine Eltern, aber die anderen Pärchen so. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so ein Ding, das ist irgendwie funny oder so bei Boomern. Ich glaube, meine ganze Kindheit war auch voll von Witzen, ja. Witzen, die davon geredet haben, die irgendwie so abfällig über die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau gesprochen haben. Habe ich noch nie in meinem Leben verstanden, Chad. Die Familie bereitet dem nächsten Kunden Kummer. Man wundert sich, was der Vater beim Einkauf preisgibt. Mein Sohn hat mir angezeigt. Ach du Scheiße, okay. Mein Sohn hat mir angezeigt. Warum? Weil ich mich lauthals in der Wohnung artikuliert habe. Okay. Ich habe mich verbal artikuliert. Die Wohnung steht noch. Die Wohnung steht noch. Offenbar. Ist das ein Prügler-Chat? Ich kann das schlecht beurteilen. War aber wackelten die Wände. Mhm. Nach den Angaben des Mannes hatte ihm das Jugendamt den Sohn bereits einmal entzogen, als dieser noch klein war. What? Und, was gefunden? Frühstück. Frühstück. Um 15 Uhr? Ja. Ich habe einen tiefen Schlaf. Echt? Und was wollen Sie jetzt machen mit Ihrem Sohn? Gar nicht. Denken Sie, ich greife mein eigenes Fleisch und Blut an? Moment, darum ging's gar nicht. Warum denn angreifen? Hab ich nie und werde ich auch nie. Na, und wie kommt das jetzt, dass er Sie angezeigt hat? Ein kleines Streitgespräch zwischen mir und meiner Lady. Deswegen gab's den Streit? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Jobcenter die Miete seit Dezember für mich nicht bezahlt und mein Sohn ist Selbstzahler. Ich habe alle Papiere eingereicht und nichts passiert. Und deswegen hattest du Stress mit deiner Lebenspartnerin, wo dein Sohn involviert wurde? Okay. Danke übrigens Monkey Spunky für die 5 Geschenksubs. Und ich habe ganz, ganz viele Subs noch nicht vorgelesen und es tut mir schrecklich leid. Ich kümmere mich um alles. Danke Monkey Spunky. Besonderen Dank, weil ansonsten lasse ich das jetzt hier weiter jähren. Ja, okay, erzähl uns mehr davon. Was also, okay, dann? Und Ihre Frau hat Ihnen das nicht geglaubt? Nein. Und dadurch gibt es Streit. Weil es entstehen ja Kosten. Trotz Fallmanager passiert nichts. Weißt du, was ich für den Hals habe? Hallo. Und jetzt sind wir zu Hause erstmal geflüchtet, ja? Man könnte jetzt sagen, Chad, er ist angewiesen auf das Geld von Amt. Er hat laut seiner Aussage alles richtig gemacht und er hat Existenzangst. Oder große Angst sozusagen. Das kann ich nachvollziehen. Alles andere, Schlägerei oder so weiter nicht. Und vor allem auch keine Anzeige vom Sohn. Da ist was passiert, was er uns nicht erzählt. Ich bin gestern abgehauen und hab mir eine Flasche Jack Daniels reingeballert.
dann hat Bacardi Cola, Bier. Haben Sie kein Geld dabei? Im Moment nicht. Sie haben kein Geld dabei. Im Moment nicht, aber ich habe einen guten Kollegen. Was? Aber. Ich lasse das kurz hier. Ja. Habe ich auch kein Problem mit deinem Kommentar. Was hat sich denn ohne Geld da angestellt? Oh shit, nicht schon wieder. Ich muss woanders hinstellen, Mann. Okay. Ich danke dir. Nein, ich danke dir. Ich danke dir. Einkauf im Discounter ohne einen Penny in der. Warum ist da Winterbier drauf? Warum ist das ein Winterbier? Was ist der Unterschied zwischen Sommer- und Winterbier? Der Tasche. Nicht ungewöhnlich bei der Marktklientel. Wie eh und je ist die Reeperbahn ein Magnet für zerrüttete Existenzen. Dennoch gehen schicke Ladies hier bummeln. Ist das ein Jungfrauending? Ja, ne? Scheinbar. Vielleicht auch nicht. Und wilde Jungs regeln ihr Business. Vor allem samstags kommt das Amüsierviertel ab den Nachmittagsstunden auf Touren. Hier darf man sein, wie man ist. Egal, ob man unter die Haube kommt oder sich nur über Wasser hält. Zwischen 18 und 23 Uhr wird im Kiezpenny der größte Umsatz gemacht. Ja, jetzt kauf ich ein bisschen Essen ein und dann Essen. Ah, zu. Mal gucken, was billiger gibt's. Oder 30%. Okay. Ihr meint, dass im Winterbier Winterroggen, Winterweizen und sowas drin ist? Ich weiß nicht genau, was Winterweizen ist, aber okay. Da, guck mal, 30%. Trotzdem teuer. Ja. Was sehen wir denn da genau? Ich weiß jetzt nicht genau, was sich zeigt. Sowas. Ja, das... Hühnerherzen. Oh, Hühnerherzen sind super günstig, Chat. Und auch relativ nice eigentlich. Ich kaufe die im Edeka tatsächlich, bei mir immer. Das kommt euch komisch vor, aber es schmeckt wirklich ganz okay. Kein Scherz. Bratessen. Ich bin seit ein paar Monaten hier. Ich will schöne Wohnung haben. Der Plan war, dass man gut Geld verdient, arbeitet. Und wenn man in Deutschland arbeitet, Steuer, Krankenkasse, Rente und so alles bezahlen. Und wenn ich sterbe früher, habe ich umsonst bezahlt Rente und so alles. So habe ich das noch nie gesehen. Man zahlt Rente, damit man weiter am Leben bleibt, damit man quasi später was davon hat. Dann will ich einen netten Mann finden für mich. Wenn er 2.000-3.000 Euro netto verdient, all gut. Wie viel bräuchten Sie denn, um klarzukommen? 500-600 Euro. Kochst du oder brätst du die Herzen? Ja, in der Pfanne anbraten quasi, ganz genau. Essen, was man in Leben brauchen kann, ne? Ja. Glauben Sie noch an die große Liebe? Große Liebe, nee, Gottes Willen, habe ich einmal geliebt, reicht doch. Liebe, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich wasche die Herzen noch vorher richtig aus und danach träufle ich ganz, ganz viel Olivenöl über die Herzen drüber und gehe mit jedes Mal mit dem Finger auch in das Herz rein und mache. Also ein bisschen Salz auch noch dabei. Alles gelogen. Den frisch verknallten Till plagen andere Sorgen. Seine Nase läuft wieder. Warum? Was fehlt denn jetzt? Taschentücher. Doch auch der Skinhead hat unerfüllte Sehnsüchte. Noch wohnt der junge Glaser in einem Vorort von Hamburg. Kommen Sie von hier? Nee, ich komme aus Bergedorf. Ich sag's mal so, ich möchte aus Deutschland auswandern. Warum? Nach Alaska, irgendwo im Nirgendwo. Weil ich dann nur für mich allein sein möchte, so. Also, ich sag's mal so, so schnell wie möglich raus aus Deutschland. Für mich. Was gefällt Ihnen denn hier nicht? Was erzählt er uns jetzt, Chat? Was sagt er jetzt? Guck mal hier, Alter, sein Stechblick. Mir gefällt in Deutschland nicht, wie die Politik ist und wie die Arbeiterklasse behandelt wird und die Preise und was man hier mit uns macht. Und ich will einfach alleine sein. Das ist zu viele Menschen halt. Viel zu viel und in Alaska bist du halt für dich ganz alleine so. Ohne Freundin dann? Ja, also schon Freundin, aber Sie wissen, was ich meine. Die Stadt ist nicht so eng und du kannst da mal abseits sein, irgendwo schön in den Wald hocken, im See oder so. Oder irgendwo auf den Berg gehen, den Sonnenuntergang genießen. Ich glaube nicht, dass er das war, was er meinte, aber... Oder Aufgang auch noch dazu. Und mal gucken halt, ne? So vielleicht in 10 Jahren, wenn es klappt. Till zieht es in die...
Ja, warum nicht, Mann? Mach was auch immer du möchtest mit deinem Leben, Bro. Lass dich nicht zurückhalten. Es in die Ferne, viele Osteuropäer suchen auf St. Pauli ein Stück Heimat. Auch unter den Neuankömmlingen gibt es Flaschensammler, die mit dem Rückgabesystem noch nicht so ganz vertraut sind. Cooler Hut. Was macht ihr da? Die Maschine nimmt Plastikflaschen und Dosen an, aber kein Glas. Geräte in anderen Märkten können das. Ja, ich bin tatsächlich verwirrt. Was machen die denn mit den Glasflaschen? Doch das muss man erst mal wissen. Ich weiß nicht, was macht ihr da? Ach, 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 ach. War gut kaputt? Wie bitte? Wer ist kaputt? Glas ist, ja. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Oh, sag mal. Oh, sag mal, was macht denn der da? Ach so, die verkaufen nur Plastikflaschen. Deswegen müssen die auch nur Plastikflaschen annehmen. Verstehe. Okay. Aber könnte ich eine Aldi-Plastikflasche nehmen, die nach Penny bringen und dann da Pfand holen? Ich weiß, das ist mir irgendwann nicht gegen, aber ich glaube, mittlerweile geht das. Oh Gott, old memories, boys. Das? 15 Cent. Er nimmt kein Glasflaschen. Weil es nicht dafür geeignet. Warum 8 Cent? Ein Person 8 Cent, ja? Ja, er nicht geeignet dafür. Er kann das nicht. Von technischen Gründen kann das nicht. Glas funktioniert nicht? Glasflaschen? Nein. Nur Plastikdosen. 18. 18, ja. Aber nicht hier. 18. 1,18. Ja, ich bin tatsächlich ein wenig verwirrt, warum hier Glasflaschen drauf sind, aber der keine Glasflaschen annimmt. Das ist wirklich ein hochgradig gutes Argument, lieber Chat. Danke übrigens, Mr. Predator Fantasy, Polizei. Meier Rodank für die 16, Dankeschön, Heftflow, Schneelwurz, Devilmane, Mr. Muffin und Likes, Edits, Follow, Resubs und Eric Source vor 24 Minuten, Erik, ich hoffe, du bist noch da, hat Prime gesubbt, Dankeschön, Erik. Du bist jetzt für immer hier. Okay, weiter. Plastikdosen. 18. 18, ja, aber nicht hier. 18, 1,18. Was macht er jetzt mit dem Pfand? Gratis. Gratis für Penne. Oh. Penne. Gratis. Die Glasflaschen hätte der Mann an der Kasse abgeben können. Das wissen selbst viele Stammkunden nicht. Warum hat denn niemand von den Leuten, die dann da hingegangen sind, dass das nicht funktioniert, gesagt, dass der das bei der Kasse abgeben könnte? Ich meine nur, das sind das schon Arschis, die da arbeiten dann. Also. Stimmt mir nicht falsch, ja. Es klingt ja so, als wenn sie quasi Spaß hatten, sich mal kurz über den lustig zu machen. Hiermit geht nicht, nimmt er nicht an. Aber ihn nicht aufklären, was möglich ist. Das ist schon ist komisch, das ist sass. Unglaublich, ne? Hat er alles hier stehen gelassen? Das würde ich woanders abgeben, wo sie Glas annehmen. Schlagen Sie zu. Nee, ich habe selber Geld, also ich brauche das nicht. Ne? Geht nicht darum, dass du es brauchst, geht darum, dass da Geld liegt und dass du es einfach mitnehmen kannst, Alter. Warum nicht? Nee, ich genehmige mir jetzt noch ein Bierchen und dann werde ich mal nach Hause. Ich habe zu viel Geld, ich brauche keins mehr. Klassiker. Ne? Jo. Come on. Gut. Cha-ching, cha-ching, nimm mit. Ich bin der Boss ohne Geld. Leben Sie auf der Reeperbahn? Ja, ich bin da, Madame, zack. Ah, schwapp. Wuppi. Ich bin der Boss ohne Geld. Was brauchen Sie denn schon so früh? Essen, Wasser, Getränk, viel Spaß und Metallschwamm. Schwamm? Ja, Metall. Komm. Schwamm. Ja. Ich bin derrière moi. Je parle français, je parle italien, je parle anglais, je parle espagnol, je parle allemand. Je parle norvégien. Warum sagt er, dass er alle Sprachen sprechen kann, aber nur Französisch? Warum sagt er, je parle espagnol? Just saying. 99 Cent. Nee, ich glaube nicht. Ich dachte, du brauchst ohne Geld. Ja. Vier Stück vor. Okay, 99 Cent. Ja. Was ist vor auf Französisch? Un, deux, trois, quatre, vermutlich. Sicher. Weil hier schwer, schwamm. Das ist, guck mal. Edelstahl. Okay, aber der Boss ohne Geld kann. Achso, ich habe hier 3 Euro. Bon. Reicht. Ja, das reicht für mich. Was machst du damit? Stoff waschen. Stoff? Praktika. Ich bin der Boss ohne Geld. Wieso denn der Boss ohne Geld? Ich bin Boss, weil gesund habe. Das für mich sehr wichtig.
Geld kann nicht alles machen. Ich brauche meinen Kopf frei, ich brauche keinen Stress in meinem Kopf, ich brauche keinen Bodyguard, ich brauche kein Video, ich brauche keine Kamera, ich brauche das nicht. Ich schlafe mit Money ruhig, ohne Angst. Deswegen, ich bin der Boss ohne Geld. Ja. Mit Geld lebt. Klingt eigentlich wie eine relativ gesunde Einstellung zum Leben, die er da beschreibt. Nur halt relativ unüblich formuliert, sage ich mal. Aber vollkommen in Ordnung, soweit. Geld lebt es sich aber auch nicht schlecht. Arno Kluge ist der neue Pfanddosenkönig von St. Pauli. Was gibt's denn Leckeres? Hähnchenleber. Oh, sehr speziell. Ja. Ist überhaupt nicht speziell. Was zum Teufel, Alter? Ihr esst doch auch, Chat. Gerade hatten wir Hähnchenherzen und jetzt haben wir Hähnchenleber. Leber, Chat, ist super, super mega easy, um B12 und Vitamin A und so weiter aufzuladen, okay? Speck nicht, auch mir nicht. Nicht so wirklich zumindest, die Konsistenz ist komisch. Und das drückt man sich einfach rein und dann weiß man, man hat was Gutes für den Körper getan, Chat. Ganz einfach. Kochen Sie selber? Ja. Wie bereiten Sie die zu? Ja, ich brate die mit Zwiebelring. Und dann wird die richtig gewürzt und dann... Versteht, Chat, wenn ihr keine tierischen Produkte esst. Ah, aber selbst als jemand, der keine tierischen Produkte isst, könnte man sagen... Da die Leber ja ein Abfallprodukt für die meisten Menschen ist, ist es gar nicht so schlimm, wenn das jemand isst, oder? Ja, vielleicht relativiere ich auch nur. Weiter geht's. Ist es schon fertig? Also ist ein ganz einfaches Gericht. 37 Euro. Ich bin einer von den wenigen, der bei Penny immer noch was rauskriegt. Suchst du Personal? Nee. Nee? Ich hab mich schon alleine. Der bei Penny was rauskriegt? Der wohl in der Spilo geht oder so? Ich weiß nicht, für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass er so redet wie einer aus der Spilo. Oh Mann. Ich würde mich freuen. Der verdienst ja mehr als ich. Tasche voll, Geld in der Tasche. Noch 18 Euro. Haben Sie übrig? Ja. Ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt zu Aldi. Um dort weiteres Leergut zu versilbern. Seit 2 Monaten sammelt Arno Dosen und Flaschen. Er will unliebsame Mitstreiter vertreiben und weiter abspecken. Auch so geht Fitness. Das ist eine schöne Doku, oder, Chat? Habe ich zu viel versprochen? Ich habe gemeint, da kommt ein Banger. Und da war der Banger, Chat. Das Ding ist eingeschlagen wie so eine kleine Bombe. Ach, danke, Mr. Shade Hedo, für die 16 Monate. Honja, ganz frischer Prime-Sub. Denk dran, Honja, du bist jetzt für immer hier. Auch wenn du nicht Sub bist, übrigens. Cyber Prada, danke für die 4 Monate. Dankeschön. Chat, ernsthaft, ja? Ich weiß, das ist irgendwo eklig. Tut mir leid, wenn ihr Vegetarier oder vegan lebt, ja? Vegetarisch oder vegan lebt. Was ich aber nur sagen möchte ist, Leber ist wirklich nichts Schlimmes, Chat. Wirklich nicht. Das schmeckt wirklich nicht unbedingt gut. Und das ist ganz eigenartig auf der Zunge. Aber da sind eine Menge Sachen drin, Chat, die wir zum Leben brauchen.